Hey Leute und willkommen zu einem neuen Rennen in F1 und zwar fahren wir heute zusammen natürlich wieder mit dem Jan bei Renault Monaco. Hallo, ich nehme das heute mal ein bisschen anders auf, damit ich hoffe zumindest. Ich hoffe. Meine Facecam da nicht. Nein, es regnet nicht. Ich habe so ein bisschen Probleme. Ja. Scheiße. Oh, ja, Jan hat Probleme. Wieso habe ich Probleme? Ja, also relativ. Aber nee, ich glaube, ich habe es jetzt gerade gelöst. Also hoffe ich. Gefixt. Aber eventuell ist vielleicht auch einfach nur Elgato. Dings behindert. Also kann auch sein. Oh nein. Ja, jetzt niemand. Nein, wir müssen hier gut fahren, Leute. Oh! Das wäre beim Testfahren nicht passiert, WTF. Neunter! Yeah. Richtig geil! Sau geil, du hast einfach eine 1,17 gefahren und Vettel hat eine 1,13. Alter, richtig viel Zeit. Ich bin wahrscheinlich Neunter. Hallo? Sag jetzt nicht, dein Internet stürzt ab. Hallo? Doch. Oh! User joined your channel. Sag mal, wie oft ist dir das jetzt schon passiert? Das liegt an F1, Alter. Weiß nicht, was da so hässlich ist, ey. Du hast irgendwas geredet und dann hast du einfach aufgehört und dann hab ich gedacht, oh nein, bitte nicht. Und mal sehen, wie gut ich gegen die anderen fahre. Ja, sieht doch nicht so gut aus. Ja. So, zurück zum Hauptmenü, verlassen wir. Ey, F1 ist so richtiges Gammel-Game. Alter, ich ess noch. Du hast schon auf weiter gedrückt, Alter. Warte. 3, 2, 1. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Rennen in F1 zusammen mit Jan bei Renault. Hi. Hallo. Ihr könnt natürlich Bilder beide Kanäle abchecken, rechts und beim i, der jeweils andere verlinkt ist. Ist kein Regen angesagt, super. Bin ich auch super. Ja, wir hatten gerade schon mal Monaco hier gestartet und Jan ist wieder abgestürzt. Sehr gut. Das ist ja eine Lüge. Wenn ich mich heute ein bisschen behindert anhöre, ich habe gestern meinen Geburtstag gefeiert, wir haben den DFB-Pokal geguckt, das haben wir ein bisschen ernst genommen. Und deswegen kann es sein, dass meine Stimme deswegen ein bisschen weg ist, mein Hals kratzt auch ein bisschen. Ich habe mich komplett gekillt am Geburtstag offensichtlich, weil meine Nase läuft auch die ganze Zeit, also ich bin irgendwie richtig krank. Aber nichtsdestotrotz werden wir hier F1 Monaco aufnehmen, das auch am heutigen Tag stattfindet. Ja, also unbedingt da vorbeischauen. Krasser Zufall. War natürlich alles geplant von ja, uns. Ja, war alles geplant. Haben wir extra so gemacht. Wann startet das echte Rennen denn? Das wollen 15 wir nämlich. 15:10 Uhr. Wollen wir nämlich auch angucken. Also in direkt 2 Stunden. Boah, krass. Ja, eigentlich soll es ja in 3 Stunden, aber du hast dich ja verspätet. Ja, ich habe mich verspätet, genau. Ich hatte 13 Uhr ausgemacht. Und Alter, gesagt, wie langsam du Uhr. Um die Kurve fährst. Ja, ja, ich bin in meiner Outlap. Was wir vorhin noch verlinkt haben, war das, das Best-of vom letzten Jahr, hier rechts oben beim i verlinkt, da haben wir nämlich auch Monaco gefahren, das war im Regen ziemlich gut. Da können wir gerne vorbei. Wer ist eigentlich gerade hinter mir? Ich weiß es nicht, wer das ist, Magnussen oder so, keine Ahnung, oder ist das ein Leclerc, ich weiß es nicht. Ja, es ist Leclerc. Er hat Bock auf jeden Fall. Es ist Leclerc, ist es. Es ist Charles Leclerc. Ja, das wird wie super, Leute. Wie mein Game laggt oder so. Es geht gar nicht. Und ach, ich habe das Verfausung angeschaltet. Das ist richtig behindertes, ey. Ah, ich bin gespannt, wie wir jetzt fahren, weil wir haben ja gerade auch schon eine Runde gefahren und Jan war 9., ich wäre 6. gewesen. War nicht so cool, also ich hoffe, dass wir uns jetzt besser qualifizieren. Das wäre nur eigentlich gar nicht so unrealistisch, aber ich hoffe trotzdem, dass wir besser sind. Ich werde übrigens die ganze Zeit in mein Tempo schneuzen, dafür tut es mir echt leid, aber ich muss einmal.
Deine Sucht. Nice, mein Reifen ist ab. Ich werd letzter. Nein. Scheiße. Als ob direkt der Reifen weg ist, Mann. Oh, Monaco vom Platz Erste 20 geworden. Starten. Ja, locker Erste ja. geworden. Bitte, PC, stürz ab. Was soll das denn jetzt? Ja, Alter, ich hab gar keine Ahnung, was das mit der Facecam ist. Das ist so richtig scheiße, dieses F1. Dieses F1. Ja, das andere nicht, aber dieses F1 ist scheiße. Das ist ganz mies, ja. Und ich habe auch Monaco übrigens Test gefahren, Leute, in einem Livestream vor 2 Tagen und da war echt? Ich noch super fit drauf und jetzt bin ich einfach richtig krank, das ist so ein Scheiß, nervt mich gerade echt mega, aber naja, ich kann nichts dagegen machen. Auf jeden Fall habe ich das da geschafft, in 6 Runden 2-mal einen roten Frontflügel zu bekommen und meine Reifen abzufahren. Alles klar. Das habe ich auch geschafft. Das ist stark. Nee, du hattest keinen 2-mal roten Frontflügel. Ja, und das war nicht das Rennen, das ist Qualifying, das zählt nicht. Das ist noch besser, wenn man zum Qualifier geht. Weil dann bringt es einem noch mehr. Richtig geil. Ich kann ja Screenshots machen. Nee, kannst du nicht. Ja, kann ich auch nicht, weil Gato dumm ist. Ich muss das auf mein... jetzt habe ich eine gute Idee. Ich muss das alles auf mein... Stream Deck legen. Ich glaube, ich habe das sogar. Ja, er hat ja jetzt ein bisschen Zeit. Ne? Kratzest du oder schaust du mir zu? Nee, ich muss dir zugucken. Wow. Das ist ja voll spannend auch. Und weil ich auch so glaube, ich hab keine Ahnung, aber also ich hasse F1. Also, ne? Ja. Nächstes Mal F1 für PS4. Nein. Nee, doch, mein Lenkrad geht ja auch auf PS4. Jetzt haben tatsächlich halt viele Leute auch im Stream immer wieder gefragt. Weil ich ja in dem Stream angeboten habe, dass die Leute mit mir fahren, quasi. Also ich habe ja nicht nur gegen die KI gefahren. Echt? Da haben ganz viele halt gesagt, ja, ich habe es auf der PS4. Also ich hatte zwar 5 Mitfahrer, glaube ich. Also wir waren zu 6, glaube ich. Aber es wären halt noch mehr gewesen, wenn es auf der PS4 wäre. Oder es halt Crossplay gäbe, aber das gibt's halt nicht. Aber ich habe dann immer begründet, und es ist auch so, auf dem PC finde ich, performance-technisch läuft es besser. Also auf der PS4 stelle ich mir das schrecklicher vor. Wieso? Ja, weil die PS4 nicht so viel Power hat wie der PC. Und auch. Ja, das Game ist Rotze. So. So, jetzt meine schnelle Runde, hoffentlich nicht in die Wand. Mein PC ist ja super gut, aber trotzdem hat das Probleme. Warte, das V-Sync jetzt wieder aus, ey. Ja, der Kack. Was kann das? Ich weiß nicht, was das kann. Oh, jetzt hier 300 FPS mehr. Wäre cool. Komm, bitte eine gute Runde. Ich muss nur eine fahren, danach kann ich auch niemanden eigentlich. Aber eine gute muss haben. Aber immer, das ist einfach so. Oh, shit. Ah, Alter. Nee, Codierung überlastet. Deine Mutter ist eine Codierung, die überlastet ist. Das macht so gar keinen Sinn. Alter, was soll das? Ey, die Runde sieht nicht schlecht aus. Bitte. Feuert mich an, Endspurt. Oh, 2. Platz! Was? Alter, das ist so geil. Einfach! Ja. Boah, jetzt sieht das Spiel richtig scheiße aus. Hast du Sachen runtergestellt? Ja, ist aber vorher auch schlecht aus, also macht nicht. Alter! Nein, man du sieht keinen Unterschied. Voll Spiel kritisierst gerade, ey. Ja, es ist halt so. Ich meine, das Spiel ist doch einfach auch. Also, ich meine, dass wir in Aserbaidschan zum Beispiel, dass ich da
aus der Box rausgelassen wurde und nur noch gerade ausfahren konnte und dadurch meinen Reifen abgefallen ist, ja, oder nee, roten Frontflügel bekommen hat und so. Also das passiert ja nicht einmal, sondern das passiert seit ein paar F1-Teilen, das ist einfach richtig. Das passiert seit ein paar F1-Teilen, das passiert auch in anderen Strecken, das hatte ich ja auch zum Beispiel im Bestdorf. Unbedingt anschauen. Und ja. Und ich hatte das ja auch in der ersten Season nicht, dass ich mit der Facecam nicht so gut aufnehmen konnte. Und jetzt ist es plötzlich so, weil irgendwelche Updates da wieder was kaputt gemacht haben. Ja komm, eine fahren wir noch. Weil ich einfach absolut cool bin und glaube, dass es noch besser werden kann. Ich muss auf die Pole. Wow! Das war's mit der Pole. Da steht auch Kodierung überlastet, aber es ist so smooth gerade. Smooth? Alter, die Facecam. Also, ja, ich guck dir gerade zu. Das ist smooth. Wow. Oh nein, meine Facecam. Jeez. Ich fahr zickzack, ja. Das soll die Runde sein, mit der du auf die Pole kommst. Oh ja, genau so geht man auf die Pole. Ja! Alter, so eine schlechte Runde hatte ich noch nie. So auch eine schlechte Runde hatte ich noch nie. Doch, doch, so muss es sein. Was war das, Leute? Was zur Hölle? Genau ja, so musst du fahren, wenn, ne, und so, weißt Bescheid. Yachten gehören übrigens mir alle. Ja, mir gehören auch 4 Stück. Wenn ich hey, sag, ich alle, bin Dritter. Kannst du nicht sagen, dir gehören 4. Ich bin dritter Platz. Ich nicht. Das finde ich gut. Ich bin Letzter. Ja, das finde ich auch gut. Mann, ey, Mann, das nervt. Theoretisch könnte ich auch verkacken und wäre immer noch erster Platz auf der Rangliste. Konstrukteur hätten wir dann wahrscheinlich Probleme. Deswegen müssen wir eigentlich schon gut fahren, ne? So eine Idee. Eigentlich gut fahren, ich meine, du bist ja locker sowieso, also für 5 Rennen kannst du erstmal alle gar keine Punkte bekommen, bist erster. Für 5 Rennen. Zwar nur 1, aber... Danach kommt erstmal Kanada. Ich sag, alle Sachen, die irgendwie so ein geiles Aaron haben, ich spreche die jetzt alle so aus. Mir und alle schreiben rein, du sprichst es falsch aus, genau deswegen mache ich das auch. Kannst du mir bitte den Kommentar schicken, ich darf ja nicht auf deine Folge gehen. Ja, kann ich machen. Ich will sehen, was er geschrieben hat. So, ich mache mein Auto richtig leicht. Ich nehme einfach 38? Für eine Runde nur. Ne, eine Runde nehme ich nur beziehen mit. Was? 38 ist eigentlich gut. Oh, Benzin, das ist... Aber Achtung! Ne, ich mache genau 39. Achtung! Alarm, Gefahr! Gefahr am Start! 45,3 Kilogramm. So machen wir's. Und Platz 20. Das wird, Alter. Ey, das wird so cool für dich. Das wird richtig heselig. Glaube ich dir. Okay, die Systemchecks sehen. Ah, ihr könnt schon fahren, das ist schön. Jetzt fahre ich auch los. Hi. Oh! Was war das denn? Ich stehe wieder am Start. Habe ich gesehen, oh. Ich bin gerade erst... Alter, ich stand einfach schneller am Start, als du an der Linie vorbeigefahren bist. Ich weiß. Ich habe voll jedes einen Schock Mal. Bekommen. Tschüss. Ey. Jetzt können wir eine richtig geile Team-Taktik machen. Du hältst alle auf, ich überhole die und dann werden wir Erster. Aber ich glaube, ich bin halt nicht mal... ich habe die Sachen nicht mal runtergestellt. Alter, aber du hast auch nicht hochgestellt. Hältst du nicht automatisch oben? Benzin nicht. Ach, egal. Ach, egal. Wer braucht schon Benzin? Was ist das überhaupt? Benzin. Ah, ich finde es geil, dass heute Facecam jetzt funktioniert. Hi Leute, so sehe ich uns. Ach, Jan Janodopoulos. Er ist aber voll weit hinten. Er lässt doch richtig Abstand gar zu Eriksen oder wer das ist.
Ja, dann sind meine Reifen wärmer und deren noch kälter, weil die noch länger stehen müssen. Ja, meine sind auch voll cold. Also ich mach voll einen Buck. LOL! Das 1. Ich starte von Position 2. Was? Das hat... Oh, den Bug hatte ich auch bei meinem Testfahren. Ich bin zurückgesetzt worden und nicht auf meine Position. Also ich bin... meine Hinterräder sind quasi da, wo meine Vorderräder hätten stehen müssen. Alter, ich fahre ja Hamilton jetzt voll drauf gleich. Das ist ja richtig hässlich. Alter, wie lang? Er macht einfach einen Bug hier, einen Bug-User, so er macht einen wieder. Bug, wie wenn ich den machen will. Ja. 3 Sekunden Zeitstrafe. Zeitstrafe? Was heißt denn Zeitstrafe? Ja, 3 Sekunden Zeitstrafe. Ach, die werden hinten angehängt, ne? Einfach. Ja. Was heißt Zeitstrafe, Kinder? Gar ja, sowas hatte ich nie. Warte, ich halte die alle jetzt schon mal auf für dich. Hast du gemerkt? Hallo? Ist dein PC abgestürzt oder bist du rausgeflogen? So Leute, wir sind wieder da. Möchtest du was dazu sagen, Jan? Ja, das ist jetzt hier der erste Aufnahmeversuch. Richtig geil ist das. Ja. Also das Qualifying müsst ihr leider beim Mike sehen. Alle, die bei mir jetzt gerade eingeschaltet haben, tut mir leid. Mein PC ist gerade wieder zweimal abgestürzt. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe es jetzt gerade nochmal verändert, wenn sich die Facecam-Qualität jetzt nicht schlecht ist. Ja, ich habe gar keine Ahnung, wie es später aussehen wird. Bin echt gespannt. Also ich habe es jetzt nochmal wirklich aufnahmetechnisch so alles verändert. Weil F1 spackt einfach gerade so hart rum. Spack! Ja, ja, und ich muss leider... Ah, natürlich auch nur, weil F1 rumgespackt hat, muss ich von Platz 20 starten. Ich tue jetzt wieder probieren, den Bug nochmal zu benutzen. Richtiger Schummler. Ich bin kein Schummler. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Ich will das auch. Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Ja, hat's. Echt? Ich will auch! Nein, hat's nicht! Nein, Mann! Jetzt bin ich am Start und es hat nicht geklappt. Ich bin auch am Start. Ganz viele sind am Start hier. Hi! Und ich habe übrigens alles runtergeschickt auf Mager und so. Ja, ich nicht. Er braucht schon Benzin, Alter. Wir einfach genau das Gleiche sagen wir hier. Ach man, Jan. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Auf jeden Fall für Jans Zuschauer nochmal gesagt, auf beiden Kanälen vorbeischauen, ne? Genau, Qualifying ja. Gibt's ja eh nur bei mir, lol. Ja, also in der Infokarte könnt ihr rüberschauen, um das Qualifying anzuschauen. Das war ziemlich witzig. Das war so geil. Und es ist auch nicht so lange, also könnt ihr euch geben. Da erfahrt ihr auch, warum ich die ganze Zeit schneuze und mich so behindert anhöre heute. Und alles Top Secret Sachen. Das ist krass. Ja. Mann, ey, jetzt bin ich am Start, ohne den Bug zu abusen, Mann. Alter, was ein Scheißspiel. Und wenn ihr wissen wollt, welcher Bug, dann auch bei mir vorbeischaut. Ach, Mann. Nein, aber das war gerade. Also, das hat auch in meinem F1 Stream, hat das auch der eine Zuschauer gehabt. Das war richtig häselig einfach. Weißt du, was richtig häselig ist, dass ich Platz 20 bin und dass ich gleich erstmal alle Sachen wieder hochstellen muss? Da kann ich ja nichts für. Eigentlich spoilert das voll, was im Qualifying passiert ist. Nein. Nee. Gar nicht. Oh, ich bin Platz 20, aber es ist nichts passiert. Ja, weil nichts passiert ist, deswegen bin ich Platz 20. Mein Start war so schlecht. Aber das liegt safe an dem Bug. Ich bin... Wow! Kollision mit Ricardo verursacht, hups. Und Platz 16. Krass, das hast du schon mal aufgeholt. Ohne Zeitstrafe. Boah, erst sogar 40 bekommen. Runden Monaco. Ja, Alter, 39 sind es doch nur. Aber auf 40 hätte ich auch Bock. Nur. Übrigens, hier ist gelbe Flagge, warum? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Er weiß es einfach nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob du das nicht weißt.
Ich weiß es wirklich nicht, aber ich bin 13. Alter. Ich hab während der gelben Flagge einfach überholt ohne Strafe. Nein, ich hab dann natürlich nicht überholt. Ja, natürlich nicht. Ah, das ist wieder die Strecke, wo im Tunnel immer gefunkt wird. Ja, ja. Das ist halt echt so, jedes Mal. Oh Gott. Nein, oh Gott! Gelber Frontflügel. Ich zum Glück nicht. Aber beinahe. Was? Dein Frontflügel hat was abbekommen! Ah ja. Ich nicht, oder? Er ist aber hellgrün nur. Das ist quasi nichts. Oh, Hamilton. Wie er es auch sagen wollte. Oh, die beiden vor mir gehen an die Box. Oh, da holt er Plätze auf. Im Platz 11, Alter, Punkte. Ist ja einfach. Scheiße, rote Frontflügel. Doch, dein Mund, Alter. Was bist du für ein Assi? Ich halt alle auf. Ja, sehr gut. Mach weiter, ich hab grad richtig freie Strecke. Ich weiß ja, gar nicht warum. Ich halt alle auf. Boah, lila Sektor, so ja, leicht. Wie wenn es nicht immer so wäre. Oh Gott, oh Gott. Platz 1 und 2 sind einfach ewig weit weg, weil ich 3 Platz 4 aufgehalten habe. Ich kann hier mit Hotlap das ganze Rennen fahren, weil ich gar kein IRS verbrauche. Hat dir das jetzt geholfen, dass ich aufgehalten habe? Bisschen schon, ja. Weil ich muss eh bald an die Box. Ja, geh an die Box. Nee, ich geh nicht. Wir müssen ja eh gleich 5. Runde oder so, das fahre ich auf jeden Fall durch. Echt? Ja, dann halt die weiter auf. Dann mach ich doch, du besser. Assi. Ja, ja, mach doch, Alter. Das ist so ein Spaß. Er lacht immer nur so dreckig. Oh nein, DRS. Ich hoffe, ich fahre denen alles ab. Das wäre cool. Ja, ja, ja. Mach das mal. Blauere hier hinten. Ganz gefährlich. Ja. Ist halt nur nicht so gut, dann können wir nicht mehr vorne anknüpfen. Ich will ja eigentlich das Rennen gewinnen. Achso, was hast du denn für Ansprüche? Passt so, ist so gut? Ja, so ist geil. So, oh ja, so ist geil. Oh. Ich bin Achter. Oh, dumm, ey. Ey, wehe, du hältst dich dann nicht für mich auf, ne? Wehe, mein PC stürzt ab. Ja, dann fahre ich immer weiter, da kenne ich nichts. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Wieso hostest du eigentlich nicht? Weiß ich nicht. Hilfe, ich muss so lachen, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Änderung bestätigen. Nein! Oh Gott im Himmel! Und jetzt mich sei mir ein. Eine fahre ich noch. Ich fahre jetzt an die Box, okay? 5. ist Planziel. Und du fährst dann 5. auch. Und ich fahre halt jetzt. Oder du kannst auch später fahren, meinetwegen. Aber ich fahre eine früher. Mach, wie du Bock hast. Hä, ich habe richtig geile Reifen. Die nutzen sich gar nicht ab. Mann, Alter, dein Mull. Welche Reifen hast du denn? Hä, was denn für eine 5. Runde musst du in die Box? Ja, weil du auf anderen gestartet bist, weil du hier raus letzter bist und so. Ah, stimmt. Auf welchen bist du gestartet? Weiß ich nicht. Ich kann das nicht so richtig erkennen. Lila oder so. Ich bin auf lila gestartet. Ja, ah ja, ich habe ganz andere. Ich muss nur einmal in die Box. Du musst zweimal in die Box, eben. Oder? Ja, ja, eben. Ah, ich habe eine ganz... Oh, ich bin 5. Platz. Ich habe eine richtig geile Strategie. Alle aufhalten, Mann. Du musst mir mal danken hier. Ja, ich danke dir auch. Ich musste ja noch nur einmal in die Box. Und deswegen, ich habe mich gerade so gewundert. Ja, und dann hältst du den ersten Platz und so auf. Du hältst ja, ja. Dann auf. Ja, ja, mach ich. Ich hab halt 23. Und ich hab keine Vorderraddingens ausgewählt. Boah, ich fahr so schlecht mit meinem Frontflügel. Oh, ich überhol dich übrigens gleich. Ja, gleich, ich fahr ja in die Box. Ah ja, stimmt. Kannst du einmal noch Bottas kaputt machen? Nee, geht nicht. Schade. Bin weg. Boah, der hätte mich beinahe kaputt gemacht. Ich glaube, ich kann Bottas jetzt überholen. Ja, die anderen sind halt ewig weit weg, aber wenn die an die Box... Oh, sorry, wenn die an die Box gehen,
Alter, hey, meine wechseln die Reifen ins Lomo grad. Hallo! Hä? Hey, was war das für ein Scheiß? Ich bin immer noch in der Box. Das war gerade echt Slow Motion, wie die Reifen gewechselt haben. Solche dreckigen... 22 Sekunden haben die vor mir Abstand, Alter. Ja, weil ich ja auch ultra gebremst habe immer, dass du rankommst. Aber es hat ja funktioniert, das war ja die Taktik. Egal, ich wäre der glücklichste Mensch auf der Welt, wenn ich überhaupt Punkte bekomme in Monaco. Ich wäre der glücklichste Mensch, wenn du jetzt die überholst, weil die an die Box gehen. Boah, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Und die dann aufhältst, wirklich richtig aufhältst, so wie ich die ganze Zeit. Ich versuche ja gut zu fahren, aber ich habe keine Ahnung, ob ich... Weil ich will ja Erster werden. Ich habe das jetzt zweimal hintereinander geschafft und ich will das eigentlich heute wieder schaffen. Wäre ja auch nicht so schwer, ne? Nee, gar nicht. Leichteste Strecke. Ich fahre gerade gegen jede Bande. Echt jetzt? Ja, ich habe aber keinen Schaden. Also, nicht mehr Schaden als vorher schon. Und was ist im Spiel? Hör mal auf, mich zum Lachen zu bringen, oder? Oh! Ich bin Erster! Ja, sag ich doch! Und jetzt halt die auf! Nein, gelber Frontflügel, du! Was ist Stroll für ein Arschloch? Wir sehen geringfügige Schäden am... Absolute Premiere für mich. Nein! Rot! Ey, du blöder Wichser, Mann! Ich muss an die Box. Ich hasse mein Leben forever. Das tut mir leid. Das war, also dafür kann ich nichts. Dafür kann ich einfach nichts. Bottas ist aus der Box rausgefahren. Was macht Stroll, anstatt links vorbeizufahren? Haut er voll auf die Bremse und ich fahre ihm voll drauf. Ey, du blödes Arschloch. Ja, genau. Ob ich da jetzt noch was aufhalten kann, weiß ich nicht. Doch, doch. Ich ramme alle weg gerade. Ey. Änderung bestätigen. Bestätige. Ihr seid doch alles Hurenböcke. Stroll, ey, kann ich dich bitte einfach rauskicken? Ich hab so Angst, dass ich jetzt mit dem roten Vornflügel wieder gegen die Wand fahre und einfach alles wegfahre. Du bist Erster, ne? Ich bin Erster, ja. Ja, du musst dich einfach aufhalten. Also wir haben noch so viele Runden, das wäre jetzt echt scheiße, weil ich habe ja die Aufgaben für dich. Oh scheiße, hä. Gelber Frontflügel. Ich glaube Vettel habe ich auch jetzt so ein bisschen gekillt. Ja, er fährt an die Box. Das ist schon mal gut. Ja, nochmal Slow Motion. Also ich habe hellgrün und gelb. Bei den Frontflügel. Ja, du fahr einfach ein bisschen langsamer in den Kurven vor allem. Du kannst auf den Geraden halt Gas geben, habe ich auch immer gemacht. Jetzt musste ich Vettel auch noch vorbeilassen. Ihr seid ja, alle so scheiße. Klar, dass ich. Und in den Kurven, wenn du dann bist, dann halt richtig runtergehen. Du überrundest mich übrigens gleich. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Ja, jetzt ist Vettel wieder vor mir und jetzt habe ich wieder keine Freibahn, Mann. Ich hab nur Angst, dass sie mich überholen, weißt du? Ja, aber in den Kurven machen die das nicht. Wenn du da wirklich so runterbremst, machen die das nicht. In den richtigen Kurven vor allem. Vor Start-Ziel zum Beispiel, diese eine, bevor man in die Box fährt. Oder hier diese Zickzack, wo ich immer gebremst habe. Wo man nach rechts, ja, da und mega nach links. Da musst du einfach fast auf 0 km/h runtergehen. Also am besten so 15 fahren. Ich war gerade vollen Abstand eigentlich. Ja, hätte ich auch gewonnen immer zu dem... Ja, Vierten, ich halt jetzt auf. Ich bin auch wieder auf Hypersofts. Einmal muss ich auch noch in die Box jetzt. Aber... Ja. Also, du kannst jetzt schön herankommen. Ich halte gerade richtig schön auf. Das freut mich, dankeschön. Schau mal. Ich hoffe nur nicht, dass ich gegen die Wand fahre, sonst wäre das halt für den Arsch, aber das glaube ich nicht. Ich fahre ganz sicher. Eigentlich fahre ich gar echt nicht schlecht. Sofern Vettel gut fährt, ist alles super, weil ich fahre nämlich genauso schnell wie Vettel gerade. Und Vettel wird bestimmt gut fahren. Oh Gott, da habe ich ein bisschen Querstellung gehabt. Na,
haben wir noch gerettet. Ach so, langsam, gelbe Flagge. Ja, ja. Wenn die auch drauf fahren würden, aus Versehen jetzt so, ne? Dann wär das aus Versehen. Wäre das auch ganz lustig. Kann mal passieren, ne? Ding ist irgendwie, die hinter mir haben so viel Abstand quasi. Weiß nicht, weil die alle wahrscheinlich auch schon zweimal oder so an die Box mussten. Ein paar. Dass ich bis jetzt irgendwie erst so 4 oder 5 Autos oder so hinter mir habe. Ich sehe es gerade, wie du dir aufhältst. Ja. Ja, sehr gut, das ist aber gut. Bild einen schönen Stau. Solange du noch erster bleibst, ist alles super. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2. Wir werden langsam mehr Autos. Oh, da wollte gerade einer vorbeiziehen. So nicht, mein Freund. Ich fahre auch gerade auf Mager. Ich bin richtig hey, das ist aber auch gut eigentlich, ne? Ja, ich spare gerade richtig viel. Kannst du die letzten Runden dann auch Gas fahren. Ja, ich will aber eigentlich gar kein schweres Auto haben. Aber ich bin ja sowieso schon im Minus. Eine neue Strategie. Ich will gar keine neue Strategie. Ich verbrauche auch gar keine Reifen, glaube ich, gerade. Ja, nicht viel wahrscheinlich. Gar keine, ja. Ja, keine. Ich verbrauche gar keine. Ich fahre einfach ohne Reifen gerade. Na, habt ihr Bock vorbeizufahren oder so? Ist gelbe Flagge, die dürfen gar nicht vorbeifahren. Da muss er so langsam fahren, dass die gar nicht dürfen. Ah, Lappen. Oh Mann. Kommt es eigentlich ran oder? Ja, ja, klar, oder? Ich glaube schon. Also ich glaube, ist es eigentlich überrundet oder? Nee, oder? Nee, nee. Du würdest mich ja überrunden, das ist nicht. Das ist auf jeden Fall nicht. Komm an Vettelgas ran, der mich gerade ein bisschen auffällt. Sonst hätte ich jetzt schon eine lila Zeit. Ja, der ich Vettel, auch so, der ist auch drin. Ich habe auch so eine lila Zeit, aber wenn er nicht da wäre, hätte ich noch eine bessere. Ich hab gerade schon irgendwie 3 Verwarnungen bekommen für irgendwie. Oh, ich glaube, da ist gerade ein Unfall hinter mir passiert. Das ist natürlich unpraktisch. Ich glaube, da ist ein Mercedes raus. Bis die bisher schnellste Runde des Aber ich, gefahren. Tatsächlich war ich gar nicht so ein Beteiligter. Also ich glaube nicht, dass er mich gerammt hat, sondern der hat irgendeinen anderen gerammt. Achtung. Gelbe Flagge hier und ich bin auch saunah an Vettel dran. Ich habe Angst, dass wir jetzt einen Crash bauen. Okay, alles klar. Glaubst du langsam? Ah ne. Weiß aber nicht, wie ich an ihm vorbeikommen soll. Hat voll auf die Map geguckt. Oh, hier sind auf jeden Fall welche jetzt. Oh, da, ich bin gerade über den Fernflügel gefahren. Ups. Okay, ich bin jetzt hinter allen. Also Hamilton ist jetzt auf Platz 2. Ich bin jetzt Bottas, glaube ich, raus. Bin jetzt in dieser Kette. Hier sind ganz, ganz viele. Ja, da sind viele und dann die nächste Kette ist meine Kette. Ja, meine Kette. Wenn ich einfach so langsam weiterfahre, werde ich Erster, Alter. Ja klar, das ist ja der Plan. Doppelsieg. Ja, okay, also du wirst Zweiter, ich werde Erster, okay? Ja, geht auch fit. Boah, das einzige Problem ist mit dem Boxenstopp. Alter, dann null. Du musst ja noch an die Box. Ja, die müssen auch alle nochmal. Und ich auch. Ne, die waren ja schon, die müssen theoretisch gar nicht. Wenn sie jetzt auch gar keine Reifen mehr verbrauchen, dann denken sie sich so, ja, ich gehe einfach nicht. Pff, wahrscheinlich, oder? Ich fahre die einfach gar nicht.